Herr Stadler, bitte eine Minute. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich glaube, alle vier Berichte, die ja im Ausschuss unstrittig waren und auch von mir unterstützt wurden, bringen zum Ausdruck, dass es einen Anpassungsbedarf des Regelwerkes in der Kohäsionspolitik gibt. Und es ist dem Herrn Kommissar zu danken, dass man diese Anpassung nun einmal in Angriff nimmt. Frau Kollegin Krehl hat schon darauf hingewiesen, dass früher zu viel nach dem Gießkannenprinzip gefördert wurde. Man muss jetzt zielgerichteter fördern und die vorhandenen Mittel, und nicht, die werden nicht zu erhöhen sein, es wird auch keine Erhöhung herauskommen, die vorhandenen Mittel besser einzusetzen. Es kann auch ein Beitrag sein, tatsächlich Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, insbesondere, und das wurde auch schon gesagt, wenn es um die neue Kohäsionspolitik in den Ballungsräumen geht. Der Bericht Cosolino schlägt oder folgt zum ersten Mal der in der österreichischen und deutschen Kommunalwissenschaft ja seit vielen Jahrzehnten vertretenen Zentralorte-Theorie. Und das ist wirklich eine Theorie, die an Bedeutung gewinnt. Warum? Weil die Zentralorte und die Städte natürlich insbesondere weiter an Bedeutung gewinnen werden. Ob es dann genügt, 5% der EFRE-Mittel dafür einzusetzen, um dort sozusagen bestimmte Instrumente zu entwickeln, wage ich zu bezweifeln. Ich nehme an, dass es in Zukunft hier wahrscheinlich mehr Mittel brauchen wird, dass man also hier noch stärker wird umverlagern müssen. Aber es ist vernünftig, jetzt einmal mit den neuen Mitteln, mit neuen Instrumenten zu starten und dann zu schauen, wie es sich entwickelt und dann eventuell anzupassen und zu erhöhen. Das heißt, das wird hier noch nicht die letzte Anpassung im Bereich der Zentralorte sein. Letzter Punkt, Frau Präsidentin, gestatten Sie mir noch auf einen Übersetzungsfehler im Punkt 10 des deutschen Berichtes, Cosolino-Berichtes zu verweisen, wo es heißen muss, dass die nachdrücklichen Maßnahmen nicht der Bekämpfung von Energieeffizienz, sondern natürlich der Verstärkung der Energieeffizienz dienen sollen. Danke sehr. Grazie. Ora la parola agli altri. Jetzt bekommen die anderen Redner das Wort. Wir beginnen mit Frau Lukaczewska für 2 Minuten. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Polityka spójności jest najważniejsza. Vielen Dank, Frau Präsidentin.